Willkommen zu unserem Magazin Weitblick, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die koptische Kirche in Ägypten versteht sich selbst als Märtyrerkirche, schon seit den Tagen der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Diokletian und später dann seit dem Jahr 640 unter islamischer Herrschaft. Diskriminierung und Gewalt gegen Christen in Ägypten dauern bis heute an. Bei mir zu Gast ist heute der koptisch-orthodoxe Erzdiakon Mina Gattas. Er ist in Deutschland geboren, hat aber viele Verwandte in Ägypten, darunter auch Priester und Mönche. Daher ist er gut informiert und kann uns berichten, wie es den Christen heute in Ägypten geht. Herzlich willkommen hier in München, Herr Gattas, im Studio von Kirche in Not. Danke, Herr Pelster, für die Einladung erstmal von Kirche in Not. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Arbeit erstmal Gottes Segen und dass Sie so eine hervorragende Öffentlichkeitsarbeit auch gerade für die schwierige Situation der Christen weltweit organisieren und eine breite Öffentlichkeit dafür schaffen. Danke dafür. Sie sind in Deutschland geboren und aufgewachsen, leben in Deutschland, aber Sie haben enge Wurzeln, familiäre Wurzeln in Ägypten. Welche Beziehung haben Sie zu Ägypten? Also meine Eltern kommen ja aus Ägypten. Mein Vater ist 1963 nach Deutschland gekommen. Mein Onkel ist Erzpriester in Assiut. Ich habe viele Verwandte, die in der Kirche aktiv sind. Ich bin natürlich auch im Dienst von Bischof Damian und Bischof Michael und damit immer vertraut, auch im Rahmen der ökumenischen Arbeit. Aber durch die Verwandten. Ich habe viele Gespräche mit den Verwandten vor Ort und die Situation, die wird beschrieben als immer noch sehr schwierig. Aber wie gesagt, es ist im Besserwerden. Dort, Ägypten befindet sich im Aufbau und mein Onkel erzählt mir halt, dass die Situation insgesamt noch für die Christen nicht so einfach ist. Aber ich spreche auch mit meinen Cousins regelmäßig, die in Ägypten sind. Der größte Teil ist in Oberägypten und in Alexandria vor allen Dingen. Und ja, von daher habe ich schon noch sehr starken Bezug zu der Situation in Ägypten. Und Sie sind selbst Erzdiakon in der koptisch-orthodoxen Kirche, also offensichtlich tief verwurzelt im christlichen Glauben. Was bedeutet Ihnen das Christentum? Ja, das Christentum ist der Glaube der Liebe vor allen Dingen. Der zentrale Gedanke war immer, Menschen zusammenzubringen, Gemeinschaften zu leben, in der Gemeinschaft Gott zu finden. Christus, der für uns auch am Kreuz gestorben ist, gelitten hat, dem Menschen sozusagen auch diese Heilsbotschaft, die den Hoffnungsglauben geschenkt hat. Es gibt ein Leben nach diesem Leben. Und das Leben ist eine Vorbereitung für das ewige Leben. Aber die Bergpredigt vor allen Dingen, die uns Christen fordert und auffordert für die Wahrheit, für die Werte der Wahrheit. Denn Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Wahrheit ist eben auch Gerechtigkeit, Frieden und dafür einzustehen in einer christlichen, in einer immer unchristlicher werdenden Welt. Das ist, glaube ich, das, was Christentum ausmacht, Menschen zu stärken, im Zusammenhalt der Liebe ihnen Wertschätzung und auch Gemeinschaft zu schenken. Sie engagieren sich auf vielfältige Weise, unter anderem auch in der Internationalen Gesellschaft orientalischer Christen. Was macht diese Organisation und welche Funktion haben Sie dort? Ja, ich bin Pressesprecher bei der Internationalen Gesellschaft orientalischer Christen. Wir sind eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die sich mit fluchtspezifischen und integrationspolitischen Themen beschäftigt. Wir versuchen, die verschiedenen Gruppen aus den Herkunftsländern und den Aufnahmeländern zusammenzubringen als Kooperationspartner, integrative Ziele mit Schwerpunkt der orientalischen Christen natürlich, aber auch eben anderer Gruppen und da auch in Kooperation mit politischen Akteuren, mit zivilen Akteuren, mit verschiedenen Akteuren aus der Wirtschaft Projekte aufzubauen, junge Menschen heranzuführen an das Thema Integration, Christen, aber auch Nicht-Christen in Dialog zu bringen und damit nicht nur zu sensibilisieren für die Schwierigkeiten, die in den Ländern bestehen, sondern gleichzeitig auch, welche Möglichkeiten können wir hier schaffen, damit eben Gemeinschaft im christlichen Sinne gelingen kann. Nicht nur vor Ort, also hier, sondern auch direkt in den Herkunftsländern Patenprojekte und Ähnliches zu generieren. Ja. Und über eins dieser Herkunftsländer wollen wir heute sprechen, nämlich Ägypten. Die Christen sprechen ja oft vom sogenannten Heiligen Land und meinen damit vornehmlich Palästina, Jerusalem, teilweise auch Gebiete im Libanon oder in Jordanien. Aber manchmal wird auch Ägypten zum sogenannten Heiligen Land gerechnet. Zu Recht? Ja, auf jeden Fall. Die heilige Familie war 3,5 Jahre in Ägypten. Aus Ägypten rief ich meinen Sohn, als das Jesuskind nach Ägypten fliehen musste.
Und so haben sich eben Prophezeiungen auch bewahrheitet. Jesaja 19,19, mitten in Ägypten wird es einen Altar für den Herrn geben. Aber schon die Urgeschichte des jüdisch-christlichen Glaubens beginnt in Ägypten. Moses war in Ägypten, Jakob und seine 12 Söhne waren in Ägypten, die 12 Stämme Israels, Josef war in Ägypten, alle großen Propheten, Abraham war in Ägypten. Beginnt die Geschichte und ist auch eng verbunden mit der ägyptischen Geschichte. Es gibt kein Land in der Bibel, das so häufig erwähnt wird wie Ägypten. Und von daher hat Ägypten natürlich auch eine Reichweite in das Christentum gehabt, auch später durch die Missionswellen, die von Ägypten nach Europa ausgegangen sind. Also Ägypten hat viel dazu beigetragen, dass das Christentum in seiner Reinheit, so wie wir es heute haben, insbesondere auch durch Athanasius zum Beispiel, den Großen, der auch 5 Jahre in Deutschland im Exil war und das Glaubensbekenntnis geschrieben hat, den Trinitätsbegriff, den wir heute alle kennen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, den hat er als erstes formuliert. Also da ist viel erhalten geblieben aus der Kirchentradition. Heute leben die Christen als kleine Minderheit in Ägypten. Die meisten Ägypter sind Muslime. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wie gesagt, im 7. Jahrhundert gab es eine Expansion des Islams durch Mohammed mit dem Schwert vor allen Dingen. Und der Islam hat sich sozusagen implementiert. Also er ist mit Gewalt in das Land erst gekommen. Die Klöster, die Christen wurden gewaltsam getötet oder eben zwangskonvertiert oder mussten eben die Jizya bezahlen, also die Blutsteuer, um sich dann freizukaufen. Und das konnten eigentlich nur die wohlhabenden Kopten. Dadurch sind die Kopten immer mehr und mehr dezimiert worden. Oder man hat es zumindest versucht. Ihnen wurde auch die Sprache, sozusagen auch die Kulturidentität genommen, weil Kopten durften ihre Sprache nicht sprechen. Ihnen wurde die Zunge abgeschnitten, wenn sie koptisch gesprochen haben. Und dadurch ist die koptische Sprache eigentlich eher eine liturgische Sprache. Es gibt noch sehr wenige Familien, die das Koptische sprechen. Es ist nicht so wie bei den Aramäern zum Beispiel, die das bewahrt haben, trotz des Genozids, der an ihnen über Jahrhunderte ausgelöst wurde. Aber wie gesagt, die Christen versuchen dennoch stabil zu bleiben. Und wir sind immerhin die größte Kirche immer noch im Nahen Osten. Ja, das vergessen wir. Also vielleicht war es am Ende doch auch ein Segen, eine Kirche, die in der Diaspora, in der Verfolgung ist, kann wachsen und kann auch gedeihen. Und das ist ein gutes Beispiel, ist da Ägypten. Wie viele Christen gibt es denn heute überhaupt noch in Ägypten? Kann man das sagen? Ja, die Zahlen, die offiziell von der Regierung oder rausgegeben werden, die stimmen nicht. Also wir können von mindestens 25 Millionen, wenn man die konvertierten Muslime dazu rechnet, die häufig nicht als Christen auftauchen, dann sind das sogar 30 Millionen. Diese Zahlen werden niemals herausgegeben, aber das sind Zahlen, die das Patriarchat vor allen Dingen, aber auch viele Bischöfe betonen. Und damit machen wir etwa ein Viertel der Bevölkerung in Ägypten. Wir haben 99,1 Millionen Bürger zurzeit in Ägypten, Einwohner. Und davon ist etwa die Hälfte Christen. Die Zahlen werden bewusst niedrig gehalten, damit die Kopten eben keine Forderungen stellen, die sozusagen weitergehen, als sie sollen. Aber wie gesagt, wir haben da Hoffnung, dass das auch besser wird. Bei uns in der westlichen Welt verschwindet Religion eigentlich mehr und mehr aus dem Alltag. Das Interesse der Menschen nimmt mehr und mehr ab an Religion. In der islamischen Welt dagegen beobachten wir etwa seit den 1970er Jahren eine Wiederbelebung des religiösen Bewusstseins. Man spricht manchmal vom religiösen Erwachen, von der islamischen Erweckung. Wie ist das in Ägypten? Ja, diese Tendenzen gibt es, gab es auch. Man hat sie ja vor allen Dingen unter Mursi erlebt, insbesondere von Seiten der wahhabitischen Länder, also Saudi-Arabien, Katar. Sind auch viele zurückgekommen aus diesen Ländern und dann damit eben auch eine verstärkte Radikalisierung des Islams. Eine sehr starke Betonung der Scharia vor allen Dingen, des Korans, der ja auch in Artikel 2 der ägyptischen Verfassung festgehalten wird, dass die Rechtsquelle sozusagen der Koran, die Scharia ist. Und diese Radikalisierung hat sich unter Mursi vor allen Dingen durch viel Propaganda, die von diesen Gruppen ausgegangen ist, sozusagen in Ägypten implementiert. Aber wie gesagt, die Regierung hat gerade versucht, durch sehr stringente Programme und Verfolgung auch diese Gruppen jetzt unter Sisi, der da ganz klar sagt, das geht nicht, das funktioniert so nicht. Und auch die Radikalisierung, die von der El-Azhar-Universität eine Zeit lang ausging, wurde gebremst durch die Reden, die Al-Sisi immer wieder betont hat, wir müssen ein stabiler
toleranter Staat werden, in der Brüderlichkeit, in der Liebe, in dem Miteinander müssen wir auch einander begegnen, damit wir ein kosmopolitischer, weltoffener Staat werden, damit die Welt uns ernst nimmt. Und ich glaube, da bewegt sich auch in der islamischen Welt sehr viel zurzeit und da haben wir auch Hoffnung. Ägypten hat einige turbulente Jahre hinter sich. Anfang 2011 erreichte der sogenannte arabische Frühling auch Ägypten. Es gab dann, wie Sie schon angedeutet haben, das Intermezzo vielleicht des politischen Islams, der dazu führte, dass Morsi an die Macht kam. Mhm. Heute regiert ein ehemaliger General das Land, Präsident Assisi. Mhm. Bei diesen Demonstrationen damals ging die Forderung nach Brot, Freiheit und Gerechtigkeit. Was ist aus diesen Forderungen geworden? Geht das Land jetzt in die richtige Richtung, um diese Forderungen zu erfüllen? Ja, man kann sagen, es geht schon in die richtige Richtung, aber muss eben abwarten. Also der Wachstum und die Erwartungen sind immer sind natürlich da, aber wie gesagt, werden immer noch gedämpft. Die Menschen sind ungeduldig geworden. Wir haben eine galoppierende Inflation, die bei 14,4% zurzeit liegt, eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, 8,9%, die war auch höher. Wie gesagt, eine Abwertung auch des ägyptischen Pfunds eine Zeit lang, weil das ägyptische Pfund freigegeben wurde. Und die Subventionen wurden in vielen Bereichen auch gestrichen, damit die Staatsverschuldung im Prinzip abgesenkt wird. Das hat dazu geführt, dass sich die wirtschaftliche Situation zwar ökonomisch sozusagen verbessert hat, aber die Situation für die Christen immer noch sehr, sehr schwierig ist. Also es gibt immer noch sehr viel Armut, es gibt immer noch viel Elend. Wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit immer noch. Einhergeht mit einer sehr hohen Geburtenrate. Ägypten wächst jedes Jahr um 2%. Also wir hatten 2018 2,7 Millionen Geburten. Und diese Entwicklung ist natürlich für eine Gesellschaft, für jede Gesellschaft in der Welt in der Größenordnung schwierig. Also Stabilität kann nur da entstehen, wo sozusagen eine Kontrolle stattfindet. Und Al-Sisi hat auch ganz klar gefordert, 2 Kinder bitte. Das wäre so der Richtwert, damit die Situation zumindest einigermaßen stabil bleibt. Aber die Hoffnung, dass Ägypten stabil wird und dass sich diese Programme, die wirtschaftliche Stabilität, Al-Sisi macht zurzeit sehr viel Infrastrukturförderprogramme, es sind 14 neue Städte entstanden, es sind vor allen Dingen im Rahmen der Logistik, des Verkehrs, ist viel passiert, 7000 Kilometer Autobahnen gebaut worden.